Griechenlands Reformvorschläge reichen den Europartner nicht aus. Sie wollen an diesem Sonntag in weiteren Krisentreffen eine Lösung im dramatisch zugespitzten Schuldenstreit finden. Zuvor waren um Mitternacht die Euro-Finanzminister nach mehr als 9-stündigen Beratungen in Brüssel ohne gemeinsame Erklärung auseinandergegangen. Der finnische Finanzminister Alexander Stubb sagte, er sei weiter hoffnungsvoll, aber eine Einigung sei sehr weit entfernt. Niemand blockiert eine Einigung. Wir alle versuchen konstruktiv eine Lösung zu finden in einer sehr schwierigen Situation. Was wir sagen ist, dass die Konditionen, die Griechenland vorgelegt hat, an diesem Punkt einfach nicht genug sind. Wir brauchen klare Verpflichtungen, klare Konditionen und einen klaren Beweis, dass diese Konditionen auch schlussendlich umgesetzt werden. Das ist der Punkt, an dem wir momentan stehen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat den für Sonntagabend geplanten EU-Sondergipfel aller 28 Staats- und Regierungschefs abgesagt. Die Vertreter der 19 Euro-Staaten sollen seinen Worten zufolge wie vorgesehen am Nachmittag zusammenkommen. Das Treffen soll so lange dauern, bis die Gespräche zu Griechenland abgeschlossen sind.